Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Just Feel It Anders Meditieren. Ja, wenn du mir schon länger folgst, dann wunderst du dich jetzt, dass ich den Kanalnamen geändert habe. Und ich möchte euch das kurz erklären. Die etwas andere Meditation, so hieß der Kanal eigentlich von Anfang an. Und jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, kam es mir irgendwie holprig vor. Irgendwie komisch, nicht passend, zu lang, wie auch immer. Mein Gefühl sagte, das ist irgendwie nicht der passende Name. Und Just Feel It, anders meditieren, kommt mir richtig gut über die Lippen und mein Gefühl sagt mir, dass das der neue Name des Kanals ist. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein sehr leichtes Thema, um ein sehr schönes Thema in diesen schwierigen Zeiten im Moment. Und zwar heißt das Thema einfach nur so. Warum müssen wir Dinge, die wir tun, die wir planen, die wir angehen, immer einen bestimmten Sinn haben, einen bestimmten Zweck erfüllen, zielorientiert sein und mit einem Fokus ausgerichtet? Warum können wir nicht zwischendrin immer mal sagen, das, was wir jetzt machen, da haben wir einfach nur Lust drauf. Da freuen wir uns drauf, das ist mal was anderes. Das gibt uns wieder Schwung, das gibt uns Kraft, das pusht uns, das gibt uns Power. Weil es einfach mal was anderes ist und einfach nur so ist. Ja. Ich erinnere da mich an einen Schulmorgen, den ich mal so aus der Ferne mitbekommen habe, erzählt bekommen habe von einem meiner Söhne. Da gab es nämlich einen Mathematiklehrer, der morgens einfach mal gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, Mädels, ich gucke gerade aus dem Fenster, es ist so cooles Wetter, es ist Herbst, die Sonne scheint, das haben wir nicht häufig, super warm. Wisst ihr was, wir gehen mal eine halbe Stunde raus und jeder kann jetzt erstmal so machen, was er will. Oder eine andere Lehrerin hat mal gesagt, wisst ihr was, heute ist der Tag, wo wir alle mal eine heiße Schokolade trinken gehen. Ich denke, das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Das finde ich cool, da habe ich Lust drauf und ihr kommt alle mit. Und so eine Änderung des Lehrplans, sage ich mal, wegzugehen von seinem festgezurrten Stundenplan, von seiner Struktur, die man eigentlich hat, von dem Plan, der klar ist für diesen Tag oder für diese Schulstunde jetzt. Und einfach mal zu sagen, heute ist was anderes an der Reihe. Mein Gott, bleibt einem das in Erinnerung als Schüler oder Schülerin. Das sind Sachen, die einem niemals mehr aus dem Herzen gehen. Und diese Leichtigkeit und diese, diese Selbststeuerungsmöglichkeit zu sagen, ich mache es jetzt mal anders. Einfach nur so, ohne Grund, machen wir das heute mal schnips anders. Das bringt echt so ein Turnaround, dass es richtig kraftvoll ist. Und dafür möchte ich heute mal wieder Werbung machen durch meine Kurzmeditation. Und die Leute, die mir schon länger folgen, die wissen, dass wir uns jetzt erstmal einen schönen Platz im Raum suchen und dann gemeinsam jetzt durch 3 tiefe Atemzüge in eine Entspannung hineinkommen. Dann kommt die Meditation mit einem schönen Text und einer wunderbaren Musik untermalt. Und nach der Meditation kommen wir wieder hier zusammen und ich werde noch einen zwei, drei Sätze zum Schluss sagen. Ja, für die Neuen freue ich mich, dass ihr heute das erste Mal mit dabei seid und ich hoffe, ihr könnt richtig schön tief eintauchen in diese etwas andere Art der Meditation. Wir kommen dann erstmal zusammen durch 3 tiefe Atemzüge in eine Entspannung hinein. Wir schließen, wer möchte, jetzt einmal die Augen und nehmen einen tiefen ersten Atemzug durch die Nase ein und wieder aus. Ausatmen durch den Mund. Noch einmal durch die Nase ein und wieder aus. Und noch einmal ein und lang wieder aus. Jetzt kannst du in deinem ganz
persönlichen Rhythmus weiteratmen, wenn du magst, lässt du die Augen geschlossen und spürst einmal in deine Füße hinein. Was gibt es dort zu fühlen? Fühlst du eher eine Weite oder Enge in deinen Füßen? Sind sie eher kalt oder warm? Vielleicht möchtest du mal in deine Fußsohlen hineinspüren und den Kontakt deiner Fußsohlen mit dem Boden, mit der Unterlage, auf der sie stehen oder liegen, fühlen. Atme sanft weiter, ein und aus, in deinem ganz persönlichen Rhythmus. Und spüre jetzt einmal in deine Unterschenkel hinein, ein Stück weiter oben in deine Oberschenkel, jetzt fühle einmal in deinen Bauch hinein und fühle, wie beim Einatmen die Luft die Bauchdecke nach oben hebt und beim Ausatmen sie sich wieder senkt. Dann spüre einmal in deine Lunge hinein. Fühle, wie sie sich ausbreitet, wenn die Luft hineinkommt. Und wieder zusammenfällt, wenn die Luft ausströmt. Zuletzt spüre noch einmal in dein Gesicht hinein. Fühle deine Augen. Versuche sie zu entspannen. Die Augenlider ganz locker zu lassen. Spüre, wie die Luft durch deine Nasenflügel einströmt und durch deinen geöffneten Mund wieder nach draußen fließen kann. Wenn du magst, nimm jetzt noch einmal deinen gesamten Körper wahr, vom Kopf bis zu den Füßen. Fühle, wie dein gesamter Körper jetzt weich wird und loslassen kann. Nichts muss jetzt mehr sein, nichts wird mehr gebraucht. Alle Gedanken, die kommen, kannst du ziehen lassen. Und wenn du dich in einer tiefen Entspannung fühlst, dann lausche meiner Geschichte mit dem Titel Einfach nur so. Einfach nur so. Heute spielen wir Sinne vertauschen. Einfach nur so. Wie riecht kalt? Wie schmeckt grün? Wie fühlt sich süß an? Wie sieht leise aus? Sinne vertauschen macht Spaß. Die Fantasie blüht. Ausprobieren ohne denken. Einfach nur so.
alles auf den Kopf gestellt. Machen ohne Konzept. Einfach mal anders. Einfach nur so. Suche den Stern mal auf der Erde. Spüre die Hitze im kalten Wasser. Dreh dich mit geschlossenen Augen im Kreis und finde den Anfang. Dann ist es gerade so, wie es ist, okay. Oder nicht? Wie schön es ist, ein Kind zu sein, so wie früher, so wie damals, einfach nur so. Ja, wer möchte, kann nochmal einen tiefen Atemzug zusammen mit mir nehmen. Durch die Nase ein und wieder aus. Und wieder ankommen hier in diesem Raum und in dieser Zeit. Schön, dass du heute mit dabei warst und mit mir mal anders meditiert hast, als du es vielleicht kennst und gewohnt bist. Und ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir was gebracht und ich würde mich super freuen. Vielleicht hast du Lust, mir einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, denn wir machen das hier häufiger gemeinsam und je mehr Leute wir sind, desto besser wird das alles. Ich danke dir fürs Einschalten, wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute. Tschüss!